Liebe Zuschauer, es ist wieder Zeit für eine Online-Bürgersprechstunde, jetzt wieder auch aus Brandis. Herr Jesse, schön, dass Sie bei uns hier wieder im Studio sind. Hallo. Im August haben wir eine kurze Pause gemacht, Sommerpause, jetzt zum September wieder im üblichen Rhythmus. Sie hatten wieder die Möglichkeit, uns Fragen an bürgerdialog@muldental.tv zu senden. Darauf gehen wir jetzt auch ein. Nutzen Sie gern diese Möglichkeit auch für die kommende Sprechstunde, uns Ihre Anliegen direkt zu senden, sodass wir die Antwort aus erster Hand bekommen können. Das war jetzt keine Frage, aber der gestrige Tag, heute ist Dienstag, gestern war Montag. Ja. Gestern, der Tag stand ganz im Zeichen der Jugendbeteiligung. Im CVJM wurden ausgeloste Jugendliche aus Gymnasium und Oberschule zusammengebracht mit dem Ziel, damit ein neues Beteiligungskonzept auszuprobieren. Was genau steckt denn dort hinter diesem Projekt? Also es war der Vormittag und noch ein bisschen nach dem Mittagessen. Dann ließ, glaube ich, die Konzentration der Jugendlichen schon ziemlich nach. Sie waren ja, glaube ich, nicht mehr dabei. Ja. Ja, war wirklich viel Input und für die Jugendlichen auch sehr ungewöhnlich. Ich fange jetzt mal anders an. Wir hatten Anfang des Jahres ja ein wirklich tolles Projekt gehabt mit dem gelosten Bürgerrat. Sie haben es ja auch sehr ausführlich dokumentiert, wo es einfach darum geht, dass man an Menschen, in dem Fall gestern an Jugendliche, im Frühjahr an Bürgerinnen und Bürger der gesamten Stadt, rankommen möchte, die sich nicht so beteiligen, die nicht immer die Ersten sind, die in dem Verein sind, im Stadtrat oder bei den Jugendlichen im Schülerrat oder wie auch immer, sondern die normalen Schülerinnen und Schüler, die vielleicht ein Interesse haben, vielleicht auch weniger und sich aber immer ein Stück weit zurücknehmen, wenn es tatsächlich um die vorderen Ränge geht, um einfach ein breites Bild mal von Meinung abzugreifen. Wir hatten das, wie gesagt, im Frühjahr gehabt mit der Bürgerschaft, haben einen ganz tollen Bürgerrat gehabt, unglaublich gute Diskussionen, gute Ergebnisse, sehr toller Prozess auch und dachten schon damals, das wäre doch mal vielleicht ein Tool, um zu schauen, gelingt der auch bei Jugendlichen, bei Schülerinnen und Schülern. Wir hatten damals noch nicht die finanziellen Mittel dazu, da gab es aber dann, irgendwann war es Mai, glaube ich, so eine Förderrichtlinie vom Freistaat des Justizministeriums über Bürgerbeteiligung. Da haben wir uns beteiligt mit diesem Projekt und tatsächlich haben wir fast einen Hauptgewinn bekommen, nämlich das höchstvolumigste Projekt überhaupt und können jetzt das gleiche Konzept oder das ähnliche, ganz gleich ist es ja nicht, ein bisschen anders, nämlich über das Losverfahren an Schülerinnen und Schüler zu kommen, um mit ihnen gemeinsam über Stadtpolitik nachzudenken und insbesondere darüber nachzudenken, wie schaffe ich es, näher die Politik, die Verwaltung näher an die Interessen, an die Schüler zu bringen. Darum geht's. Das heißt, wir sind in die Schulen gegangen. Es betrifft jetzt die weiterführenden Schulen, Gymnasium und Oberschule, Klasse 7 bis 12. Und wir haben in jeder Klasse zwei Schülerinnen und Schüler ausgelost. Und die sind dann gestern gekommen. Die haben einen Tag auch frei bekommen von den Schulen. Und dann waren gestern, Sie haben es ja gesehen, ca. 60 Schülerinnen und Schüler im CVJM-Haus. Und die haben darüber nachgedacht, nicht nur, was ist ihnen wichtig an Projekten, sondern welche Formate brauchen wir, dass die auch nachhaltig vielleicht funktionieren, weil wir sind ja schon seit vielen Jahren dran, Dinge zu probieren über ein Jugendparlament, was aber nicht funktioniert hat, ein Jugendbeirat. Dann haben wir ja diese Schnittstelle, das SPOC eingerichtet, das feste Anlaufstelle mit Frau Hartmann, was sehr erfolgreich, glaube ich, auch funktioniert und eine Schnittstelle ist zwischen Jugendlichen, Schulsozialarbeit, Jugendarbeit und natürlich Teilhabe von Jugendlichen, sich einzubringen. Aber dass man mit Jugendlichen spricht, die vielleicht da noch gar nicht so die Affinität haben, das vielleicht noch gar nicht kannten, was wünscht ihr euch? Und wie wollt ihr gefragt werden, damit ihr mitmacht? Ja, das ist im Grunde genommen das Projekt und das ist das Ziel, das herauszuarbeiten. Am Ende ein Konzept zu haben, das vielleicht auch Agilität zulässt, was auf jeden Fall Rücksicht nimmt auf die Befindlichkeiten und Verhaltensmuster von Jugendlichen, die viel kürzer denken. Das meine ich gar nicht negativ, sondern die ein Projekt haben, das gerne umgesetzt haben wollen und die nicht so in langen Linien denken wie wir Erwachsenen, die sagen, okay, wir steuern etwas ein und in 2, 3 Jahren sind wir vielleicht 2 Schritte weiter und in 5 Jahren sind wir 5 Schritte weiter, sondern das ist viel, viel kurzfristiger und gemeinsam mit denen zu diskutieren, was ist euch wichtig, was sind vielleicht Formate und Instrumente, wie, in welchen Rhythmen, in welcher Intensität wollt ihr befragt werden, das ist Aufgabe und Ziel. Und das war gestern, wie gesagt, die erste Sitzung bis 2 Uhr, also von früh 8:30 bis 2 Uhr mit einer Mittagspause, sehr intensive Gespräche.
gute Ideen und sehr, sehr viel Arbeit jetzt auch für das Projektteam, das jetzt mal zusammenzuführen. Es wurden ja Gruppen gebildet, um dann das wieder in die Klassen zu spiegeln. Wir haben jetzt auch alle Aufgaben, die Schüler, nämlich das in die Klassen zu bringen, genau, mit denen das wieder abzustimmen, hoffentlich auch mit der Hilfe der Lehrer natürlich, um dann quasi Anfang November einen zweiten Jugendrat sozusagen zusammenkommen zu lassen, um dann hoffentlich so ein mehr oder weniger fertiges Konzept der Bürgerschaft, den Stadträten vorzustellen. Dann wird am 2. November auch die Ministerin kommen. Ministerin Meyer vom Justizministerium will sich das gerne angucken, will sich abholen lassen, ob das ein erfolgreiches Beteiligungsprojekt ist. Es ist ein Pilotprojekt auch für Sachsen, ist recht hoch angehängt, auch im Ministerium, weil diese Art und Weise hat es noch nicht gegeben. Passt, glaube ich, wieder zu Brandes, Innovationskommune, Dinge auszuprobieren. Nicht immer gelingt alles. Das ist eben auch das Risiko von solchen neuen und offenen Projekten, aber darin liegt auch die Chance. Gab es dort bestimmte Themen, die Sie überrascht haben aus dem ersten Tag? Ja, tatsächlich ein wichtiges Thema war ÖPNV-Anbindung. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Ist irgendwo naheliegend, weil ganz viele Schülerinnen und Schüler ja doch auch mit dem Bus kommen. Da wurde halt doch auch bemängelt, dass die Busse zu klein sind oder zu voll sind und nicht in der richtigen Vertaktung fahren, dass man manchmal zu lange warten muss, wenn man eine Schulstunde ausfällt. Das hat mich dann doch überrascht. Ich als Schüler fand es immer gar nicht so schlimm, wenn man noch eine Stunde länger in der Schule dann im Schulclub war oder Fußball gespielt hat. Aber das hat eine große Relevanz gehabt. Und auch das Thema digitale Ausstattung der Schulen. Das deckt sich im Übrigen, das ist wirklich spannend, mit dem Bürgerrat im Frühjahr. Das waren auch zwei wichtige Themen gewesen, ÖPNV-Anbindung und Digitalisierung der Schule. Das ist spannend, dass das deckungsgleich ist. Dann natürlich auch Aufenthaltsräume. Gut, einer meinte, McDonald's wäre gut, wenn wir das naja, man muss ja auch nicht alles umsetzen. Aber tatsächlich, genau so ist es. Der Beachvolleyballplatz ist erstmal besser Beispiel, am Albrechtsplatz. Genau so ist ja auch ein Ort des Treffpunktes, vor allem dann im Sommer. Aber tatsächlich, Orte des Treffens war auch ein wichtiges Thema. Also nicht wirklich überraschend, außer jetzt diese großen Infrastrukturthemen wie ÖPNV. Einfach schön, natürlich aus der Perspektive nochmal mitzubekommen. Dennoch spannend auch, dass es da so viele Parallelen gibt. Ja, genau. Das ist vielleicht der Punkt, wo ich sage, wow, interessant. Da sind wir mal gespannt, wie es sich dort weiterentwickeln wird bis Anfang November dann. Ja, wie es weitergeht, ist auch so eine Frage jetzt zum Thema Energie. Da herrscht auch sehr viel Unsicherheit, was die kommende Zeit mit sich bringen wird. Welche Folgen der Energiekrise schätzen Sie denn für Brandes ein? Ach, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Wenn wir das wüssten, wäre man schlau. Dann wäre vieles einfacher, ja? Und wäre vieles einfacher. Wir durchleben natürlich im Moment eine enorm unsichere Zeit. Ja. Wir sind ja in einer Alarmstufe, heißt es ja. Es gab ja so Frühwarnstufe, Alarmstufe und dann käme rein theoretisch noch so eine Notfallstufe. Das heißt, wir müssen damit umgehen und auch auf Szenarien vorbereitet sein als Kommune, dass wir unter Umständen tatsächlich in eine akute Mangelsituation kommen und dann intervenieren müssen. Wir haben ja jetzt schon Vorgaben des Bundes, die Verordnung, die darauf zielt, dass man Energie einspart. Das heißt, im Rathaus nur noch 19 Grad, Schulen sind davon ausgenommen. Das kann natürlich auch noch mal einen Zacken dann schlimmer kommen, was wir nicht hoffen. Was viel problematischer ist oder ähnlich problematisch, vielleicht nicht viel, sind natürlich die Energiepreise und die werden ganz direkte Auswirkungen auf den Haushalt haben. Also wir hatten vorletzte Woche ein Treffen mit den Bürgermeistern und den Amtsleiter und den Landrat. Ja, es ist einmal im Jahr treffen wir uns zu diesem Thema. Ich habe keinen Bürgermeister gehört, der in der Lage ist, einen Haushalt jetzt aufzustellen. Einige denken über eine Haushaltssperre nach. Da werden wir, glaube ich, drum herum kommen, weil wir uns auch Handlungsmöglichkeiten nehmen. Macht aus meiner Sicht auch nicht mehr viel Sinn, weil der Haushalt geht so und so noch ein Vierteljahr und dann haben wir eh ein neues Jahr und werden dann unter vorläufiger Haushaltsführung sein, weil wir keinen neuen aufstellen können im Moment, weil die Rahmenbedingungen komplett offen sind. Und wie gesagt, mir fehlt auch jede Fantasie, wie wir einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen bei den Energiepreisen, mit denen wir zu tun haben für die Liegenschaften. Da müssen wir abwarten, was auch vom Bund oder vom Land kommt. Stichwort mal, Rettungsschirm oder auch Kappungsgrenzen von der Energiekosten, also den Deckel drauf machen. Das ist alles sehr offen, das ist alles in der Diskussion. Das ist höchst beunruhigend, weil
es uns Handlungsspielräume definitiv nehmen wird. Wenn ich jetzt mal auf Städtebau gucke, unsere Projekte, die wir, Bauprojekte, die wir auch haben, die sind alle auf Eis gelegt und das geht in den anderen Kommunen. Die Oberschulerweiterung zum Beispiel. Nee, das meine ich jetzt nicht. Das meine ich jetzt eher nicht. Da haben wir die Förderung, das geht auch weiter. Die Kosten werden nicht stimmen. Ich denke jetzt an Wohnungsbau, wo private Investoren sind, Dorfanger zum Beispiel, Bergblick zum Beispiel und andere, die warten jetzt erstmal ab. Keiner baut im Moment, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen. Da stimmt die Finanzierung nicht mehr. Man kann nicht sagen, wann es fertig wird. Man kann nicht sagen, wie teuer es überhaupt wird. Und das betrifft, wie gesagt, nicht nur uns. Das betrifft das ganze Land. Ich habe vor kurzem mit einem Notar gesprochen, der auch gesagt hat, was alles stillgelegt ist. Und mit Planern, die gesagt haben, okay, wir planen zwar weiter, aber wir setzen nicht um im Moment, weil man abwartet, wohin geht der Zug sozusagen. Und das ist eine tatsächlich sehr beängstigende Situation, weil der Bedarf nach Wohnraum ist ja nicht geringer geworden. Wir brauchen das ja eigentlich. Ne? Also das ist sehr beunruhigend. Ich kann Ihnen aber keine Antwort geben, wie es weitergeht. Dafür sind wir gerade eine Kommune. Ich will nicht sagen, das letzte Glied der Kette. Das letzte Glied der Kette sind immer die Menschen natürlich, die das auch damit auch wie umgehen müssen. Aber irgendwo sind wir da im gleichen Boot, was die Zwänge, die Restriktionen angeht. Wir haben als Kommune ja noch die große Aufgabe, mit der Mangelsituation umzugehen. Was ist denn, wenn wirklich eine Notfallsituation eintritt? Was ist, wenn ein Blackout eintritt? Das ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber es ist möglich. Da sind wir natürlich wieder als Kommunen in einer Art und Weise gefordert, wie wir es kaum ableisten können. Worauf man sich auch sehr schwierig einstellen kann, weil wir sowas ja auch in der Art noch gar nicht hatten. Natürlich, wir bilden zwar Krisenstäbe, das macht jede Kommune für sich. Wir sind natürlich auch mit dem Katastrophenschutz im Landkreis im Gespräch, aber wir hoffen, dass es tatsächlich dieses Worst Case nicht kommen wird, weil es kaum beherrschbar sein wird. Der Solarpark in Waldpolenz, der in seiner Kapazität erweitert werden soll, kann dann für Brandes und die gesamte Region ja von Nutzen sein. Wird dieses Vorhaben jetzt noch schneller irgendwie vorangetrieben? Ist das überhaupt möglich? Nein, das wird kaum möglich sein, weil ja feste Verträge bestehen, was auch die Einspeisung Zulage angeht und so weiter. Da sehe ich wenig Möglichkeiten. Wir sind im Gespräch mit Juri tatsächlich auch nächste Woche, aber da wird es wahrscheinlich, da werden wir nicht drum rum kommen. Wir haben zwar verpachtet, aber wir sind ja nicht Eigentümer. Der Felder, sprich in dem Fall der Besitzer dieser Felder, der wird wahrscheinlich erstmal auch die Jahre jetzt abwarten müssen. Das wird uns also kurzfristig definitiv nicht helfen. Mittelfristig und langfristig haben wir natürlich ein enormes Potenzial dort, weil wir haben ja dort Größenordnungen, was das ganze Partnerland abdecken kann. Also das ist ein Asset, was wir reinbringen können, wenn wir tatsächlich über Energiewandel oder Veränderung der Energieversorgung im Partnerland sprechen. Aber mittelfristig und langfristig, nicht kurzfristig. Im Partenland geht ja vieles um Vernetzung unter den Kommunen. Die Partenland-Bibliotheken sind dort sehr aktiv. Der Garten des Kulturhauses im Beuscher wurde Anfang des Monats auch für das Format Weinlese genutzt. Was ist das für ein Format? Na, das ist ein schönes Projekt aus dieser Zusammenarbeit. Es ist ja nicht nur Vernetzung, sondern es geht ja wirklich um Zusammenarbeit der kleinen Landbibliotheken, ja, die jede für sich irgendwie schnucklig sind und zum Teil auch gut aufgestellt, aber eben doch kleine Bibliotheken. Und der Grundgedanke ist, dort zusammenzuarbeiten, sich als eine Patenlandbibliothek zu verstehen, ohne dass man irgendeine Selbstständigkeit zu verstehen, ohne dass man die Selbstständigkeit aufgibt und Synergien zu nutzen über ein gemeinsam Ausweis, dass ich als Schüler in Brandes Bücher abholen kann, abgeben kann. Und wenn ich in Borsdorf lebe in den Ferien, kann ich eben auch dort das Gleiche machen mit dem, egal woher ich das Buch habe. Und dazu kommen neben diesen Dingen, die ja auch von softwareseitig vorbereitet werden müssen, ist auch gar nicht so einfach, auch mit den Gebühren und der Logistik, kommen auch ganz schöne Sachen, dass man natürlich auch sagt, man kann auch kulturell zusammenwirken und ein Veranstaltungsformat generieren. Und das ist genau hier der Fall, dass man gesagt hat, man macht so über den Sommer verschiedene Lesungen, nämlich Weinlesungen, unterschiedliche Themen. Bei uns war es der Krimi und ich glaube der Weißwein aus dem Dresdner Bereich, weil der Autor aus Dresden kam. Ein recht bekannter Krimi-Autor. Und das ist einfach eine tolle Sache, weil das zusammen organisiert worden ist. Wir hatten auch die finanziellen Mittel aus der Förderung zusammen. Wir haben es gegenseitig beworben. Und in Borcher war es ein wirklich ausgesprochen positiver und schöner Abend.
Waren Sie da gewesen? Nein. Nicht, da haben Sie echt was verpasst. Waren viele Leute, waren sogar die meisten, bin ich ein bisschen stolz drauf, aber ganz großes Lob. In Naunhof hat es ja bereits auch schon stattgefunden. Genau, ja. Genau. Aber da waren nicht ganz so viele gewesen. Oh. Bei uns waren, glaube ich, 45 oder gut 40 Interessierte. Liegt aber, das muss ich ganz offen sagen, nicht an mir und nicht an der Stadt, sondern liegt an einer sehr, sehr engagierten Angestellten unserer Bibliothek. Die hatte unglaublich viel getrommelt. Also Dankeschön an dieser Stelle an Frau Rolf, auch die nicht nur sehr rührig, sondern unglaublich engagiert ist, tolle Ideen hat. Und das war natürlich dann draußen, weil wir dürfen ja nicht in den Kulturhaus rein. Wir hatten einen schönen Herbstabend. Es war zwar noch Sommer, es war ein bisschen herzig von der Frische her, aber es war trocken und es hat richtig Spaß gemacht. Genau. Das Tiny House stand ja noch dort. Also es war atmosphärisch super toll und eine tolle Idee und ich hoffe, dass das motiviert, weitere Veranstaltungen zu machen unter dem Label Partenland Bibliothek, weil wir profitieren, glaube ich, jeder für sich durch dieses gemeinsame Auftreten auch. Wir bleiben gleich bei diesem Tiny House, was auch im Garten des Kulturhauses Beuscher Platz gefunden hat. Dort konnte man Coworking austesten. Diese Testphase ist jetzt beendet. Wie ist denn dort das Feedback? Aus Naunhof habe ich gehört, ist es sehr gut. Dort sind die Zahlen recht positiv. Mhm. Also ich kenne genaue Zahlen nicht. Wir haben kommenden Donnerstag, also übermorgen, einen Auswertungsworkshop dazu. Ich glaube, bei uns waren sie nicht ganz so gut. Hat verschiedene Gründe, glaube ich. Der eine Grund liegt darin, dass wir nicht so platziert waren, dass man uns gesehen hat, sondern so im Garten. Der andere Grund, das ist eine Kritik jetzt an dem Veranstalter, ist es in den ersten anderthalb Monaten kaum Werbung gemacht worden, was mich persönlich auch sehr geärgert hat. Wo wir auch dann miteinander gesprochen haben, nach anderthalb Monaten wurde dann mehr gemacht und man hat auch gesehen, dass dann auch die Nutzerzahlen gestiegen sind. Insofern ist der Erfolg durchwachsen. Die Idee dahinter ist aber trotzdem klasse. Und die, die dort waren, fanden es auch cool. Weil noch einmal in dem Garten, das war schön gewesen. Wir hatten ja einen sehr schönen Sommer gehabt. Ne? Also mit den Sitzen da draußen, das hatte schon wirklich gut funktioniert. Aber das A und O ist Kommunikation. Egal, wo ich bin. Und wenn ich auch noch nicht sichtbar bin. Irgendwann wird das Kulturjahr sichtbar sein. Ne? Aber das war dort nicht sichtbar. Da muss ich natürlich umso mehr machen. Und was ich tatsächlich kritisch anmerke, wir müssen an Zielgruppen kommen, die außerhalb unseres Radius sind. Ich behaupte ja, die Zielgruppe, die für uns interessant ist, die lebt mehr in Leipzig als bei uns im Borcher oder im Paterland. Wir müssen an die rankommen, die pendeln, die unterwegs sind. Und da sollten wir uns, wenn wir das nochmal machen, und das haben wir vor, vielleicht in anderen Konstellationen, tatsächlich deutlich mehr Gedanken über Kommunikation machen. Das ist immer gut. Wir sind da auch gerne als Partner bereit, die Kommunikation mit zu unterstützen. Können wir auch dort arbeiten ein bisschen, ne? Das könnte ich natürlich auch machen, ja. Können wir direkt von dort berichten. Es soll ja auch langfristig im Kulturhaus eingebunden werden. Genau. Und da ist so eine Testphase ja sicherlich auch ganz gut gewesen, um sich dort die Schlüsse zu ziehen. Das Kulturhaus soll auch mehr sichtbar werden, Kulturhaus Beuscher perspektivisch. Dort gab es einen Ideenwettbewerb für ein neues Logo, beziehungsweise wurde eine Wortbildmarke gesucht. Der Wettbewerb ist jetzt beendet. Können Sie dort schon verraten, in welche Richtung es geht, wann ausgelost wird, wann die Gewinner bekannt gegeben werden? Also ausgelost wird es mit Sicherheit nicht, weil wir wollen ja das Beste haben. Losen also wir am Anfang, bewerten. Das stimmt. Müssen wir es bewerten, ja genau. Und wie wir es genau machen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also die Frist war ja erst letzte Woche ausgelaufen, wenn ich mich ganz täusche. Ich merke das daran, dass dann noch so ein Sprung von Vorschlägen kam. Und die waren wirklich auch bemerkenswert gut. Wir werden einige haben, wo man bestimmt auch lange diskutiert. Ich muss jetzt echt überlegen, und das weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Das ist ja kein Beschluss, den ich jetzt irgendwo in den Stadtrat reinbringen kann, sondern müssen ja Design-, Kommunikationsexperten auch ein bisschen gucken, passt das zu dem, was da an Inhalten rübergebracht werden muss. Das Team vor Ort, das ich genau, damit identifiziere. Das Kulturhaus, genau, den Verein werden wir sicherlich mit einbinden. Kann ich Ihnen ehrlich gesagt noch nicht sagen, weil auch so viele andere Sachen gerade auf dem Tisch waren. Wir werden alle anschreiben, wir werden ihn noch ein bisschen vertrösten, aber wir werden, denke ich, noch in diesem Jahr die Vorschläge auch vorstellen. Klingt spannend. Ja, ich bin selber auch gespannt. Das ist gut. Was gibt es denn noch für Themen, die auf dem Tisch aktuell liegen, so zum Schluss der Sprechstunde? Heute ist, wie immer, Stadtrat, wenn wir uns hier treffen. Das ist ja verrückt. Genau. Und wir haben, denke ich, zwei
spannende Themen. Und zwar einerseits sprechen wir über das Thema, was wir hatten, nämlich Energieversorgung. Wie gehen wir damit um? Ich werde die Stadträte auch nochmal abholen, wo wir genau stehen, welche Szenarien, mit welchen Szenarien wir konfrontiert sind, damit einfach auch die Stadträte und die Bürgerschaft, die dem Stadtrat eben auch besucht, informiert ist, mal direkt abgeholt ist. Das sind keine Geheimnisse. Wer die Zeitung ganz genau liest, weiß das auch. Aber an welche Gebäude denken wir, wenn wir in der Alarmstufe Stufe C dann auch tatsächlich abstellen? Ja, das werden wir kommunizieren. Das ist, denke ich, interessant. Und ich möchte ein anderes Thema aufmachen in dem Zusammenhang, nämlich wirklich Krisenmanagement. Wir sind ja sehr gehetzt und wir sind sehr getrieben, was Krisen angeht. Gerade in den letzten Jahren, Corona, aber auch Hitze, vielleicht Überschwemmung betrifft, Brand ist zum Glück nicht so sehr, außer Starkregen. Wir haben ein Projekt gemeinsam mit einer Agentur aus Österreich und Beratungsraum, die uns ja auch schon in vielen anderen Projekten begleiten. Wir wollen ein Krisenmanagement aufsetzen. Und tatsächlich, das geht nicht um kurzfristige Krisenbewältigung, sondern wirklich mittelfristig, dass wir einen Prozess darstellen und auch definieren und dann tatsächlich nicht getrieben sind, wenn wir in eine Krisensituation kommen, sondern strukturiert darauf antworten können. Stichwort ist natürlich auch Resilienz, ein großes Stichwort, was ja gerade in der Kommunalpolitik diskutiert wird. Die immer weiter sinkt. Bitte? Die Widerstandsfähigkeit, die immer weiter sinkt. Ja, die immer weiter sinkt, weil man tatsächlich so getrieben ist und man ad hoc reagieren muss und dann dieses und dieses und jenes machen muss, aber man nicht prozessseitig und strukturell reingehen. Das ist ein Projekt, das wir angehen wollen, was wir heute im Stadtrat vorstellen wollen. Das wird sicherlich eine ganze Weile auch dauern, aber wir wollen es heute im Grunde genommen beginnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir so eine Arbeitsgruppe gründen mit Stadträten, die da interessiert sind, weil hier geht es wirklich um was Mittel- und Langfristiges. Und dann nutze ich einfach mal den Stadtrat, weil wir nicht so viele Punkte haben, um alle Projekte mal vorzustellen, die wir gerade haben. Normalerweise mache ich das. Also geht es heute länger? Das weiß ich nicht. Es kommt darauf an, wie viele Fragen noch gestellt werden. Aber wir machen das in der Regel am Anfang des Jahres oder zum Ende des Jahres, dass ich nochmal sage, wo stehen wir? Wo stehen wir mit der Oberschule, was Sie es gerade angesprochen haben? Das weiß man nämlich gar nicht, wenn man nicht tief drinsteckt. Ich weiß das schon, aber viele Stadträte und gerade auch die Öffentlichkeit weiß es gar nicht. Was geht denn da jetzt los? Kulturhaus dauert auch so lange, passiert da gar nichts. Dass man mal jedes einzelne Projekt nimmt, was eine gewisse Größenordnung hat, aber auch die Chance hat, über Projekte zu sprechen, die man nicht so auf den Schirm hat, die es aber extrem bindet. OZG, sage ich jetzt mal, Verwaltungsdigitalisierung, bindet uns extrem. Smart City, was wir da an Strategiearbeit im Moment haben, dass wir eine neue Website, die wir ausrollen werden im kommenden Monat, denke ich mal, dass wir das alles nebeneinander legen. Ich denke, das wird schon eine halbe Stunde dauern, wenn wenig Nur. Zwischenfragen kommen. Ja. Wenn viele Zwischenfragen kommen, vielleicht eine Stunde. Aber wir haben eine gute Gelegenheit, weil wir, was Beschlusslagen angeht, gar nicht so viel auf der Agenda haben. Und ich glaube, das ist auch mal wichtig, im Sinne von Transparenz zu zeigen, an was arbeiten wir. Es ist mitnichten, sind es nur die Themen, die man in der Öffentlichkeit, ob in der Zeitung oder hier im TV mitbekommt, es ist deutlich mehr. Allein Jahresabschlüsse, sage ich mal, bei der Kämmerei und naja, solche Sachen. Viele spannende Themen, wo wir wieder bei Kommunikation und Beteiligung sind. Da ist es ja gut, alle dann in einem Boot zu haben und mitzunehmen. Also lohnt sich eigentlich heute mal zu kommen, man kriegt so einen Überblick. Ja. Werbung für die Veranstaltung. Werbung für den Stadtrat, der wann beginnt? Um 18:30 Uhr in der Oberschule? Mm-mm. Nein, dort nicht. Corona gibt es nicht mehr, also machen wir es im Ratssaal. Dann im Ratssaal. Das war jetzt ein Witz gewesen, Corona gibt es ja wohl. Ne? Man weiß ja nie, was dann für Kommentare kommen. Ja, genau. Stellen wir das gleich klar. Damit sind wir am Ende unserer Sprechstunde angekommen. Die nächste findet dann wieder in diesem Rhythmus statt, am letzten Dienstag im Oktober. Der 25.10. ist das, 17 Uhr. Ist da Stadtrat oder sind da Ferien? Da sind Ferien, aber ich gehe davon aus, dass wir auch Stadtrat haben. Wir werden Sie benachrichtigen, wann dann der genaue Termin der Sprechstunde. Doch, wir werden Stadtrat haben, klar. In den Herbstferien haben wir eigentlich immer Stadtrat gemacht. Dann passt das ja. Also der 25. Oktober, 17 Uhr. Schicken Sie uns gerne Ihre Fragen an bürgerdialog@muldental.tv. Damit verabschieden wir uns und ich wünsche Ihnen einen schönen Stadtrat. Dankeschön.